Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Kollege Hilse, Sie haben ja für den Antragsteller der AfD-Fraktion gesprochen. Ich will Ihnen sagen, was uns unterscheidet. Es unterscheidet vieles, aber heute insbesondere eines. Ich habe Ihren Antrag gelesen, Sie offensichtlich nicht. Sie haben in Ihrer Rede mit abstrusesten Argumenten versucht, uns weiszumachen, es gibt keinen Klimawandel. In Ihrem Antrag, im Antrag nicht, das haben Sie in Ihrer Rede gesagt, Sie haben versucht, mit irgendwelchen kruden Überlegungen zu belegen, es gibt keinen Klimawandel. In Ihrem Antrag fordern Sie einen Klimaanpassungsfonds für Deutschland, die Bewässerung von Dürregebieten, Renaturierung und so weiter, um die Folgen des Klimawandels in Deutschland dann zu bekämpfen. Das ist doch ein eklatanter Widerspruch. Entweder es gibt einen Klimawandel oder es gibt ihn eben nicht, dann bräuchten Sie auch keinen Anpassungsfonds. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Herr Hilse. Bitte sehr. Machen für Sie, das spielt eigentlich keine Rolle. Herr Jung, bei allem nötigen Respekt, könnten Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht den Klimawandel leugnen, dass wir sagen, es gibt, ich habe auch in meiner Rede extra darauf abgehoben. Natürlich gibt es seit Jahrmillionen einen Klimawandel. Wir sagen einfach nur, dass der menschengemachte Anteil daran so gering und nicht messbar ist, dass daraus heraus keine Maßnahmen erfolgen müssen. Und ich habe den gelesen und in diesem einen Punkt möchte ich nur, ich denke, Sie haben es dann auch gelesen, es geht darum, um eventuelle negative Auswirkungen in einigen Gebieten des Klimawandels, dass wir dann quasi einen Klimawandelfonds, Anpassungsfonds einrichten mit ca. 10% der Mittel, die jetzt für den sogenannten Klimaschutz aufgewendet werden. Ich gehe davon aus, dass Sie das dann doch so gelesen haben. Also wir leugnen nicht den Klimawandel, sondern nur den menschengemachten Anteil daran. Danke. Also hier ist ja immerhin eine Weiterentwicklung, wenn Sie nun zugeben, es gibt einen Klimawandel. Und in dem Punkt, wo Sie sagen, der ist nicht menschengemacht, stehen Sie nun im Widerspruch zu der übergroßen Mehrheit der Wissenschaftler, übrigens auch zu dem Erleben vieler Menschen in diesem Land. Und da will ich zum nächsten Punkt kommen, warum für uns eben nicht nur Anpassungsmaßnahmen, sondern Klimaschutz wichtig ist. Ich will Ihnen sagen, wir lieben unsere Heimat. Und wir lieben unsere Heimat so, wie sie ist. Und unsere Heimat ist geprägt von Landschaft und Landwirtschaft. Sie ist geprägt von Tieren und Pflanzen, von den Flüssen. Und genau so wollen wir sie erhalten. Und deshalb tun wir alles dafür, die Folgen des Klimawandels eben überhaupt nicht erst eintreten zu lassen. Und deshalb ist uns Klimaschutz wichtig. Und ich will Ihnen noch dazu sagen, als Christdemokrat geht es uns beim Klimaschutz um die Bewahrung der Schöpfung. Und das teilen wir übrigens, diese Auffassung, mit dem Papst. Sie führen ja gerne die Rede vom christlichen Abendland. Ich erinnere mich, in Ihrer letzten Rede haben Sie zu Beginn Pegida Dresden auf der Tribüne begrüßt, so viel zu der angeblichen Distanz Ihrer Partei zu Pegida. Aber für das Christentum, Herr Hilse, für das Christentum spricht nicht die AfD, für das Christentum spricht der Papst. Er ist jedenfalls eine gewichtige Stimme. Und der Papst hat die Enzyklika Laudato Si, und die Protestanten sehen das übrigens in diesem Punkt ganz genauso. Und die großen christlichen Kirchen sagen gemeinsam, ja, die Herausforderung des Klimawandels, das ist eine Aufgabe für die Menschheit. Der Papst spricht von der Sorge um das gemeinsame Haus. Er spricht nicht von dem deutschen Haus, sondern er weist darauf hin, dass es eine internationale Aufgabe ist. Und deshalb gerade als Christdemokraten sagen wir, die Heimat erhalten, die Schöpfung bewahren, und deshalb machen wir engagierten Klimaschutz. Und jetzt weisen Sie auf einen Punkt hin und sagen, wir Deutschen alleine, wir haben doch einen geringen Anteil an den weltweiten Emissionen, deshalb können wir doch alleine die Welt nicht retten. Und dann sage ich, ja, natürlich, alleine geht es nicht, es geht eben nur gemeinsam. Genau das, was Sie immer ablehnen, dass man mit anderen gemeinsam Politik macht. Darum geht es beim Klimaschutz, aber wir Deutsche haben eine besondere Verantwortung, weil nach wie vor bei allen Erfolgen, die noch nicht weit genug gehen, aber bei allen Erfolgen, die unstreitig sind, haben wir in Deutschland nach wie vor einen Pro-Kopf-Ausstoß an CO2, der erheblich größer ist als der Durchschnitt auf der Welt. Und
Die, die wir auch brauchen, die werden wir nicht dazu ermuntern, was zu machen, wenn wir nicht vorbildlich sind. Deshalb müssen wir vorankommen. Deshalb müssen wir zeigen, dass es möglich ist, in einem Industrieland engagierten Klimaschutz so umzusetzen, dass Wohlstand erhalten bleibt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass eben gleichzeitig engagiert und effizient Klimaschutz umgesetzt wird. Das ist unsere Verantwortung und die werden wir gemeinsam mit den internationalen Partnern angehen. Und da ist richtig, dass die Bestandsaufnahme für die 2020-Ziele ein Rückschlag sind. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir alles dafür tun, die 2020-Ziele so weit wie möglich doch noch zu erreichen und dass wir dann vor allem die 2030-Ziele in den Blick nehmen. Sie fordern die Abschaffung. Wir sagen, man muss jetzt die Weichen dafür stellen, dass die 2030-Ziele eingehalten werden. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, in der Koalition den Klimaschutzplan umzusetzen mit allen Sektorenzielen, Energie und Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude. Und genau das werden wir tun, genau das werden wir in Gesetzesform gießen und genau damit werden wir unterstreichen, Deutschland hat eine Verantwortung und der werden wir gerecht. Multilateralismus, Sie lehnen das ja ab, aber das, Sie sagen ja in Ihrem Antrag, man muss alle internationalen Verpflichtungen streichen, aber es ist doch gerade die Antwort darauf, dass wir sagen, ja, wir Deutsche müssen was tun, aber wir schaffen es nur gemeinsam. Und deshalb haben wir mit Frankreich in der Meseberger Erklärung noch mal unterstrichen, wir wollen gemeinsam Motor für Klimaschutz in Europa sein und dann darüber hinaus mit einem engagierten Umsetzen des Pariser Klimaschutzabkommens dafür sorgen, dass eben nicht nur wir in Deutschland, sondern dass wir international für das gemeinsame Haus die Verantwortung übernehmen. Darum geht es und diesen Weg verfolgen wir und werden wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Krieche? Ja. Herzlichen Dank, Herr Kollege Jung, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, weil Sie jetzt auch die internationale Ebene ansprechen. Gestatten Sie mir eine Frage, weil ehrlich gesagt, ich höre immer gerne Ihre wohlfeilen und netten Worte. Nun muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass das nichts mit der Politik Ihrer Vertreter in der Bundesregierung zu tun hat. Minister Altmaier hat auf europäischer Ebene dafür gekämpft, dass Ziele schwächer werden gegen andere Staaten. Er bestreitet das nicht mal, hat das im Ausschuss bestätigt. Deutschland hat eine absolut negative Rolle bei dem ganzen Thema jetzt im Umweltrat gehabt, wenn es um CO2-Grenzwerte für Pkw geht. Wo bitteschön findet sich das, was Sie hier in schönen Worten sagen, in der Politik dieser Bundesregierung, insbesondere Ihrer Vertreter, Ihrer Partei, noch wieder? Also ich habe auf zwei Dinge hingewiesen. Ich habe erstens darauf hingewiesen, wir haben uns im Koalitionsvertrag nicht nur Ziele gesetzt, wir haben Maßnahmen vereinbart und wir haben das, was in der letzten Legislaturperiode noch umstritten war, auch zwischen den Koalitionsfraktionen, nämlich den Klimaschutzplan mit verbindlichen Sektorzielen bis 2030 und deren Umsetzung, deren Verankerung in einem Gesetz, haben wir im Koalitionsvertrag beschlossen und das werden wir umsetzen. Und das ist die konkrete Politik dieser Bundesregierung. Zweitens hätte ich ganz konkret, Sie fragen nach den internationalen Fragen, angesprochen die Meseberger Erklärung von der letzten Woche, wo Deutschland und Frankreich gemeinsam Vorstellungen entwickelt haben zu bilateraler Zusammenarbeit, aber auch zu weiteren Impulsen von Europa. Da ist ganz konkret von dem Thema die Rede, dass gemeinsame Vorstellungen zur CO2-Bepreisung entwickelt werden sollen. Das ist ja offensichtlich ein internationales Eintreten dieser Bundesregierung. Und darauf aufbauend werden wir mit den europäischen Partnern und international die Verpflichtungen von Paris umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Martin Neumann.